So sieht er aus, der perfekte Golfschwung. Franz Beckenbauer holt sich Nachhilfe bei Spaniens Topgolfer Sergio Garcia und muss dabei feststellen, mit der großen Kugel geht's deutlich leichter als mit der kleinen. Fußball, ja, geht alles. Die ganzen technischen Übungen und Disziplinen, die im Fußball stecken, die kannst du irgendwie erlernen. Aber dieses Golf wirst du nie erlernen. Und das, wenn man die Erkenntnis einmal gewonnen hat, dann spielt man sich leichter. Franz Beckenbauer lässt sich vermessen mit modernster Technologie, Hochgeschwindigkeitskameras und Computersimulationen. Wird gefeilt am kaiserlichen Golfequipment. In Herzogenaurach kann das jetzt jedermann. Jeder Golfer hat einen gewissen Fanatismus und er will bei jeder Runde das Beste geben. Und wenn man dann so unterstützende Maßnahmen hat wie hier, wo man hergeht und sagt, so, jetzt wird das einmal ausgemessen, jetzt schauen wir mal, was bist du eigentlich für ein Typ von Spieler? Schwingst du schnell, langsam oder haust nach links oder haust nach rechts? Und dann kann man das ausgleichen aufgrund dieser Testmethoden. Also das, besser kann es nicht sein. Schnitzen kann man leider nicht den neuen Bayern-Coach. Die Verhandlungen mit dem holländischen Wunschkandidaten gestalten sich schwieriger als gedacht. Louis van Gaal ist einer unserer Favoriten, das stimmt. Er ist auch bereit. Allerdings, es sind noch ein paar Kleinigkeiten zu regeln. Das heißt, er hat noch einen Vertrag bis 2010. Also es muss er jetzt mit seinem Präsidenten muss er das Problem angehen und ich hoffe, dass er das auch lösen kann. Lösen müssen die Bayern auch die nächste Heimspielaufgabe am Dienstag gegen Leverkusen, um noch ein Wörtchen mitzureden in Sachen Meisterschaft. Gehen wir mal davon aus, dass Wolfsburg alle drei Spiele gewinnt. Also heißt es für die Konkurrenz, vor allem in erster Linie für den FC Bayern, auch alle drei Spiele zu gewinnen und etwas mit einem höheren Ergebnis damit. Es kann sein, dass das Torverhältnis dann letztlich den Ausschlag gibt. Und sollte es am Ende doch nicht klappen mit der Meisterschaft oder dem maßgeschneiderten Bayern-Trainer, dann darf sich der Kaiser zumindest freuen über seine neue Maßanfertigung.